häufig eine Frage, die ich nicht verstehe. Bei Leuten, die gerade anfangen wollen zu trainieren, die noch nicht viel vorhandene Muskelmasse haben, aber trotzdem ein bisschen Fetteinlagerungen haben. Ja, das ist ein typisches Bild für jemanden, der nie trainiert, sich nicht viel bewegt. Der hat halt ein bisschen Fett angesetzt, aber noch nicht so viel Grundmuskulatur vorhanden. Diese Leute fragen mich eine Frage, die ich eigentlich nicht verstehe. Und zwar, soll ich erst definieren und dann Muskeln aufbauen oder erst Muskeln aufbauen und dann definieren? Sprich, soll ich erst eine Massephase machen und dann die Definitionsphase oder andersrum? Und Leute, das kann ich euch doch nicht beantworten. Das müsst ihr selber sehen. Worauf steht ihr mehr? Grundsätzlich gibt es zwei Typen vom Aussehen her. Ja? Die einen wollen massig aussehen, die stehen auf Masse. Die anderen wollen shredded aussehen, die stehen auf Definition. Meine Meinung hat sich im Laufe der Zeit geändert. Da ich früher sehr dünn war, ektomorph war, ein Hardgainer war, ich benutze jetzt einfach mal das Wort, auch wenn das umstritten ist, wollte ich einfach nur zunehmen, einfach nur massig sein. Und deswegen habe ich auch eine Aufbauphase sofort gemacht, sofort die ersten 3 Jahre lang. Und zwar nicht mit hier schön sauber Kalorien tracken, fettarm zunehmen, sondern einfach alles reingefressen, bis ich fast gekotzt habe. Und dann habe ich Masse aufgebaut, Leute. Und ich habe so viel Masse aufgebaut, dass ich von 60 auf 90 Kilo gekommen bin. Und dann gemerkt habe, vor allen Dingen auch, muss ich zugeben, durch Sis. Sis hat mir gezeigt, dass Shredded viel geiler aussieht, aber es war schon zu spät. Das Fett hatte ich schon dran an mir und das musste ich wieder loswerden und das war nicht einfach. Aber mein Denken hat sich so umgestellt, dass ich definiert aussehen wollte, so wie jetzt. Das ist mein Idealbild, Shredded zu sein. Muskelmasse zu haben und diese natürlich immer weiter steigen zu wollen, aber definiert zu sein. Das ist einfach geil. Trotzdem habe ich Kollegen, die stehen auf massig. Die sagen zu mir, Oscar, was ist los mit dir? Du bist dünn geworden. Ich bin dünn geworden. Aber ich habe kaum Fett, verdammt nochmal. Ihr wisst, wie ich aussehe, ihr habt meine Bilder gesehen. Und ich habe Freunde, die sagen, ja, du bist dünn geworden, was ist los mit dir, trainierst du überhaupt noch? Die gehen ihr ganzes Leben lang schon auf Masse und denken gar nicht dran aufzuhören. Ja, die fressen sich alles herein, der Bauch wird immer fetter, aber scheiß drauf, Hauptsache die Arme werden auch immer fetter. Ja, egal wie, ob sie durch Muskeln fetter werden oder ob sie durch Fett fetter werden. Das ist denen egal. Und das ist natürlich eine Sache, die ich respektiere. Die wollen halt Masse erreichen, das ist deren Ziel. Und wenn das euer Ziel ist, dann müsst ihr natürlich erstmal aufbauen. Bis sich eure Meinung dann vielleicht ändert, so wie bei mir, und dann könnt ihr abbauen. Aber wenn es euch zum Beispiel gefällt, wie ich aussehe, wie Patrick Reiser aussieht, wie Lazar Angelov aussieht, wie Mark Fit aussieht, also wenn ihr auf Definition steht, dann müsst ihr erstmal definieren, zum Beispiel, ich will keine Werbung machen, mit den Lean Bulk System. Zum Beispiel, weil da geht es ja auch darum, egal wie viel Muskelmasse man hat, man beginnt erst mit der Definition, bis man dann richtig definiert ist und dann beginnt man so gesagt mit dem Lean Bulk, also mit dem sauberen Aufbau. Ich bin auch jetzt im Lean Bulk, im sauberen Aufbau, aber das war ich nicht schon immer. Ich habe euch eben erzählt, wie sich meine Meinung geändert hat. Jetzt bin ich im sauberen Aufbau. Und wenn es euch gefällt, definiert zu sein, dann müsst ihr erstmal definieren, egal wie viel Muskelmasse ihr habt, egal ob ihr schon trainiert oder nicht, ihr müsst erstmal definieren, bis ihr wenig Körperfett erreicht. Und dann müsst ihr bei dem erreichten geringen Körperfettanteil langsam und langsam Muskelmasse aufbauen. Und dann wird das daraus folgen, dass sie immer besser und besser aussieht. Im Gegensatz dazu wird es bei der Massephase vielleicht erst dazu kommen, dass ihr erstmal nicht so gut aussieht, weil ihr so viel Fett habt und das vielleicht nicht euer Ziel ist. Vielleicht schon, wie gesagt.
Das muss jeder für sich selber sehen. Also, entweder ihr seid der Definitionstyp, ihr steht auf Shredded, da müsst ihr erstmal definieren, erstmal Körperfett loswerden, natürlich am effektivsten mit dem Kalorienzählen. Und dann geht ihr in den Aufbau und sieht immer besser und besser aus und sieht praktisch das ganze Jahr über, das ist jetzt auch mein Ziel, das ganze Jahr über gut aus, weil ihr das ganze Jahr über definiert seid. Und ihr bekommt immer langsam immer mehr und mehr Muskelmasse. Oder ihr seid der Typ, der auf Masse steht, dann vergesst ihr mal die ganze Definitionsgeschichte. Dann fängt ihr sofort mit dem Aufbau an, wieder mal natürlich mit dem Kalorienzählen, damit ihr erfolgreich täglich zunimmt. Ich sage immer, in der Aufbauphase muss man täglich zunehmen, weil man täglich einen Kalorienüberschuss braucht. Ja? Und das muss aber nicht viel sein, was man täglich zunimmt. Auf Monat gesehen vielleicht 1-2 Kilo, je nachdem, was euer Ziel ist. Ja? Ihr geht dann erstmal in den Aufbau, kriegt Muskelmasse dazu, und zwar viel schneller als beim Lean Bulk. Aber ihr kriegt natürlich auch Fett dazu. Da muss jeder sehen, was er möchte, ja, was für ein Typ man ist. Ich war früher der Massetyp, jetzt bin ich der Definitionstyp, das muss jeder für sich selber sehen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.